Guten Abend, liebe Gäste. Seid herzlich gegrüßt hier aus einem warmen Südafrika. Heute war es bei uns 37 Grad. Das ist ja noch recht angenehm. Aber übers Wochenende war es 50 Grad Celsius. Und das war sogar für mich zu heiß. Heute Abend wollen wir mit dieser Vortragsreihe die Geschichte der Endzeit begegnen und wir wollen uns unterhalten über die Dinge, die in der Welt passieren. Jetzt, ich möchte euch erinnern, dass ich in Afrika wohne und sehr selten Deutsch spreche. Also mein Deutsch ist manchmal so ein bisschen klapperig, aber wir werden schon durchkommen. Also es geht heute Abend um die Omega, der letzte Konflikt. Und dieser Vortrag heißt kurz vor dem Ziel, Jesus kommt. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit und es ist notwendig, dass wir diese Dinge studieren, damit wir verstehen, wo wir im Rahmen der Zeit stehen. Ich heiße Walter Veit, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Aber wir wollen uns lieber über wichtigere Dinge unterhalten. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und dann fängt Jesus an und erklärt den Jüngern genau, wie der Ablauf vor sich gehen wird. Und das sind sehr viele Details in Matthäus 24, aber alles über die Endzeit steht nicht nur in diesem einen Kapitel, sondern ist verteilt über das ganze Neue Testament. Und natürlich die Propheten im Alten Testament haben auch sehr viel zu sagen über diese Zeit. Also wenn wir die Zeichen studieren, dann muss man ein bisschen tiefer graben. Die Zeichen der Zeit kann man in verschiedenen Kategorien einteilen. Jede Kategorie muss sich erfüllen und sie müssen zusammen einen Höhepunkt erreichen, bevor sich das volle prophetische Bild verwirklichen kann. Also hier sind die verschiedenen Kategorien und da sind noch mehr, aber das sind die wichtigsten, glaube ich. Die physischen Zeichen in der Umwelt müssen weltweit auftreten, denn Jesus redet in Matthäus 24 über Erdbeben, Hungersnöte und so weiter. Aber da ist auch der moralische Verfall, der mit der endzeitlichen Prophetie zusammenhängt und der muss weltweit anzutreffen sein. Es kann nicht nur ein lokales Geschehen sein, es muss eine weltweite Angelegenheit sein. Und dann redet es auch von ethnischen Konflikten und die müssen allgegenwärtig sein und zwar in der ganzen Welt, in jedem Land. Viertens, das prophetische Bild über die Politik muss sich erfüllen. Fünftens, das prophetische Bild über die Religion muss sich erfüllen. Und dann letztens muss da bestimmte Gesetzgebung sein. Die Gesetzgebung zum Beispiel, die zu tun hat mit Kaufen und Verkaufen und die Umsetzung des Mahlzeichen des Tieres, die müssen auch vorhanden sein. Also das ist eine ganze Palette und jedes muss in dieser Zeit geschehen, vor dem wir es als ein Endzeitgeschehen definieren können. Also wenn wir die physischen Zeichen in der Umwelt studieren, dann müssen wir darauf achten, dass das, was früher lokal war, hier und da,
jetzt ein weltweites Phänomen sein muss. Und wir sehen das in der Welt heutzutage. Also wenn wir zurückgreifen auf Matthäus 24 und wir lesen von Vers 3 bis 8. Vers 3 haben wir schon gelesen. Also lesen wir vor Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist die Einleitung. Also eines der Hauptdinge, auf die wir achten müssen, sind Verführungen. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Die Bibel ist daher sehr genau über die Wiederkunft Christi, wie das vor sich gehen wird. Und es ist ganz eindeutig in der Bibel, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, er nicht diese Erde berühren wird, sondern in der Luft bleibt, in dem Himmel, und die anderen auf Erden werden ihm entgegengerückt. Also man muss aufpassen für diese Verführung. Und Jesus warnt, dass wenn ihr hört, dass er in diesem Raum oder in dieser Wüste gegenwärtig ist, geh nicht hin, denn das ist nicht, wie die Bibel seine Wiederkunft beschreibt. Und dann, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Ethnos gegen Ethnos, ethnische Konflikte und Königreichskonflikte. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Jetzt, man kann sagen, ja, es gab schon immer Erdbeben. Es gab schon immer Seuchen. Es gab schon immer Hungersnöte. Wie wissen wir, dass dies Endzeitgeschehen sind? Erstens, wenn es universal ist. Und zweitens, wenn die anderen Eigenschaften auch gegenwärtig sind. Dann muss man das ganze Bild betrachten und kann man zu dem Entschluss kommen, dass wir wirklich in der Endzeit leben. Komm, wir schauen uns ein paar dieser Dinge an. Hier sind ein paar Nachrichten von Religious News Service über diese Christusfiguren, die wiederkommen würden, die verführerisch sein werden nach der Bibel. Also hier wird beschrieben, dass der Messias des zweiten Kommens kommt Ostern 2021. Also vergangenen Palmsonntag, den 28. März 2021, leitete Chi Cheng, der Messias des zweiten Kommens, eine Telefonkonferenz des zweiten Kommens, um den ersten Teil der Ankündigung des zweiten Kommens für das neue Jahrtausend bekannt zu geben. Also wenn wir hören, er ist hier oder er ist dort oder er erscheint sogar auf dem Fernsehen, dann müssen wir wissen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Aber diese Erscheinungen sind in diesem Jahr sehr häufig vorgekommen. Hier ist ein Artikel von Israel Today. Und ein Top-Rabbi sagt, bald wird der Name des Messias enthüllt werden. Und es ist sogar einer der berühmtesten Rabbiner Israels, sagte letzte Woche in einer Videopredigt auf YouTube, dass der Name des Messias bald enthüllt wird. Und zwar ist es dieser Rabbiner hier an der rechten Seite. Und er ermahnte das Volk, doch vereint zu sein und sich bereit zu machen. Also diese Erscheinung ist eine Erfüllung der Prophetie. Hier ist noch ein Bericht von Israel Today.
israelischer Rabbi sagt, dass er schon Treffen mit dem Messias abhält. Das ist ja interessant. Also jetzt wird's echt interessant. Und zwar die größten Rabbiner Israels fürchten sich, das Land zu verlassen, da sie sonst das Kommen des Messias verpassen könnten. Und wer sind diese Rabbiner? Rabbi Jakob Sitscholz sagte dem religiösen Radio 2000 am Sonntag, dass Rabbi Chaim Kenivsky ihm vor kurzem erzählt habe, dass er, nämlich Kenivsky, schon in direkten Kontakt mit dem Messias stehe. Und dieser Rabbi ist eins der wichtigsten, wenn er nicht eins der größten, zweitgrößter oder drittgrößter Rabbi in ganz Israel ist. Also diese Erscheinungen, so wie sie da erklärt werden, in Matthäus 24, sind immer häufiger gewesen in den letzten Jahren und in 2021 plötzlich diese Aufregung. Wir sind schon mit ihm in Kontakt. Wir haben schon mit ihm Dinge besprochen. Wie steht es um Kriegsgerüchte? Naja, Europa weiß ja, wie das ist mit Kriegen. Aber gibt es Kriegsgerüchte heutzutage? In fast jedem Kontinent gibt es augenblicklich Konflikte, enorme Konflikte, kleinere Konflikte, Terroristenkonflikte. Und gibt es Kriegsgerüchte, dass so etwas wieder passieren könnte, so wie es im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war? The Nation berichtet, ist ein Krieg mit China unausweichlich? Die Aussagen, die man aus dem Verteidigungsministerium in den höheren Rängen im Kongress dieser Tage hört, lassen das glauben. Also immer mehr hört man von Kriegsgerüchten. ABC News, das ist ein wichtiger Kanal, sagt, die USA und China bereiten sich auf einen Krieg vor und Australien steht im Fadenkreuz. Also das sind Kriegsgerüchte, sie sind noch nicht eine Tatsache, aber wir können ja sehen, was in der Welt passiert und was in den Bereichen rund um China und Taiwan augenblicklich los ist und wie viele Schiffe da gegenwärtig sind. Wir könnten uns eine längere Zeit darüber unterhalten, aber wir wollen auch die anderen wichtigen Dinge besprechen. Und dann natürlich das Klima und der sogenannte Klimawandel und die Katastrophen, die immer häufiger anzutreffen sind. Komm, wir schauen mal kurz auf dieses Jahr 2021. So ein paar Videos an. Wir sehen also diese katastrophalen Wettererscheinungen auf jedem Kontinent. In Afrika, Saudi-Arabien, Japan. Und was in Europa los war dieses Jahr, das habt ihr ja alle selbst miterlebt. Also es ist schon unwahrscheinlich, was in der Welt los ist und wie sich diese Dinge häufen. Dann kommt es auch zu Erdbeben.
Größe 6,4 in Chile und Argentinien ein Erdbeben im Januar dieses Jahres. Dann ein Erdbeben mit 7 Größe in den Philippinen. Also weltweit diese Erscheinungen. Und dann natürlich Haiti. In 2021 war das Erdbeben in Haiti zweimal so stark wie die Katastrophe von 2010. Also diese Erdbeben finden wir weltweit und im nordamerikanischen Kontinent, sogar in Afrika, wo es eigentlich selten Erdbeben gibt. Und dann Hungersnöte. Oxfam berichtet, dass augenblicklich vermutlich sterben jede Minute 11 Menschen an Hunger und überholen jetzt die Zahl der Covid-19-Toten, warnt Oxfam. Also ein neuer Bericht von Oxfam besagt, dass vermutlich jede Minute sage und schreibe 11 Menschen an Hunger und Mangelernährung sterben. Das ist mehr als die aktuelle globale Rate der Covid-19-Toten, die bei rund 7 Menschen pro Minute liegt. Der Bericht mit dem Titel The Hunger Virus Multiplies besagt, dass Krieg die Hauptursache sei, seit der Pandemie bleibt. Also Hungersnot nimmt zu. Und natürlich, wir erwarten in der Welt, dass es viel, viel schlimmer wird. Was interessant ist, ist, dass die ganze Industrie durch Covid-19 in vielen Ländern lahmgelegt wurde und natürlich auch die Mittel, um die Nahrung an den Menschen zu bringen, die ist auch untermauert worden. Es ist interessant, dass in einigen Ländern gibt es keine Kapazität, um zu liefern. Und was die Landwirtschaft betrifft, die Landwirtschaftsprodukte werden in Riesenmengen einfach untergepflügt. Also es wird gewarnt, dass Hungersnot in den nächsten Monaten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben wird. Sogar in unserem Land hat der Präsident gewarnt, dass es zu Riesenproblemen in dieser Hinsicht kommen wird. Aber Bill Gates hat gewarnt, dass es noch schlimmer wird. So schlimm diese Pandemie ist, der Klimawandel könnte schlimmer sein. Also es steigert sich alles. Dies sind Zeichen der Zeit, die auf einer weltweiten Ebene augenblicklich passieren. Also The Guardian berichtet, Biden soll gleich durchstarten, während er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitritt. Donald Trump hat sich natürlich getrennt von diesem Pariser Klimaabkommen, aber Joe Biden hat sich sofort wieder beteiligt und augenblicklich findet ja COP26 statt. Und es wird sehr interessant sein, welche Entschlüsse da gemacht werden. Ich denke, heute hat Obama da einen Vortrag gehalten. Also, wie wird das ablaufen und was können wir erwarten? The National Catholic Reporter berichtet, dass 2021 das Jahr ist, um verlorenen Boden im Klimawandel wieder gut zu machen. Also hier haben wir jetzt die Gelegenheit, in diesem Jahr soll es passieren. Und viele glauben, dass früh im nächsten Jahr oder sogar vielleicht schon im Dezember wir große Veränderungen sehen werden. In den USA bedarf es einen neuen Präsidenten und eine neue demokratische Mehrheit im Kongress, um dies durchzuboxen. Es ist interessant, was John Kerry gesagt hat, als dieser neue Präsident Biden die Leitung übernahm. Das Video ist in Englisch,
aber ich werde danach kurz zusammenfassen. Stakes on climate change just simply couldn't be any higher than they are right now. It is existential. We use that word too easily. We throw it away. But we have a big agenda in front of us on a global basis. And President Biden is deeply committed, totally seized by this issue, as you can tell by this executive order. He also knows that Paris alone is not enough. Not when almost 90% of all of the planet's emissions, global emissions, come from outside of U.S. borders. We could go to zero tomorrow, and the problem isn't solved. So that's why today, 1 week into the job, President Biden will sign this additional executive set of orders to help move us down the road, ensuring that ambitious climate action is global in scope and scale, as well as national here at home. The president is announcing that he will host a leaders' summit on climate change less than 3 months from now, on April 22nd, Earth Day, which will include a leader-level reconvening of the major economies forum. To the convening of this summit is essential to ensuring that that 2021 is going to be the year that really makes up for the lost time of the last 4 years, and that the UN Climate Conference, COP26 as it's called, which the UK is hosting in November, to make sure that it is an unqualified success. Also berichtet, dass die neue Regierung in Amerika sich verpflichtet hat, dieses Thema aggressiv zu bearbeiten. Und dann sagt er natürlich, dass COP26 ein sehr wichtiges Treffen sein wird. Sehr interessant, dass sie sich alle im Vatikan trafen vor diesem Ereignis. Also die Geistlichen waren erst im Vatikan Ende Oktober, haben alle unterschrieben, dass sie ein Dokument vorlegen würden, welches dieses Thema aufgreifen würde, und die so ungefähr 87% sagen sie, der ganzen Menschheit wird vertreten durch diesen Religionspakt. Und dann waren die Politiker zusammen auch im Vatikan und die G20 waren auch zusammen, haben sich das besprochen, und augenblicklich findet dieses wichtige Treffen statt. Und es wird ja interessant sein, was da herauskommt. Wir wissen alle, dass Klimawandel ein riesiges Thema ist in der Welt. Und nach dieser wissenschaftlichen Auslegung wird das Klima immer wärmer. Und hier sind die verschiedenen Theorien über Klimawandel und was dazu führt. Aber die wirklichen Daten sehen etwas anders aus. Sie sind wesentlich niedriger als die Modelle, auf die sie dieses ganze Szenario aufbauen. Es ist ja interessant, dass tausende Wissenschaftler haben sogar Dokumente unterzeichnet, wo sie sich gegen dieses Klimawandeldenken stellen. Also es ist nicht ganz klar, dass es wirklich eine Tatsache ist, dass die Menschheit dazu beiträgt, dass das Klima wärmer wird. Früher haben sie ja geredet von Erwärmung, aber heute reden sie nur von Klimawandel. Also die Wissenschaft ist da nicht einheitlich zusammen. Aber was wird erwartet? Sind sie bereit für Klima-Lockdowns? Wir hatten ja Lockdowns mit der Pandemie und jetzt sollen Klima-Lockdowns kommen. Und einige erwarten, dass die so früh wie Dezember oder früh nächstes Jahr eine Tatsache sein können. Und Bill Gates beabsichtigt sogar, Staub in die Atmosphäre zu sprühen, um die Sonne abzuschirmen. Und was könnte dabei schiefgehen? Da sind so viele Dinge am Gange augenblicklich.
wo man nicht genau weiß, ist das wirklich eine Tatsache oder ist das eine Gelegenheit für eine neue Weltordnung? Umweltaktivisten drängen auf weltweiten Pflichtunterricht im Klimawandel als Teil des Pariser Abkommens. Heutzutage, um den Klimawandel zu leugnen, ist eine gefährliche Sache. Denn die Aktivisten sind sehr scharf drauf, dass dieses Mantra nicht verloren geht und dass diese Gelegenheit, eine neue Weltordnung herbeizubringen, auch nicht verloren geht. Und da gibt es dieses Projekt, um wieder neu aufzubauen. Und in Englisch reden sie von Build Back Better. Aber dieser Mantra wird wiederholt von staatlichem zu staatlichem. Komm, wir hören uns mal kurz an, was die wichtigen Persönlichkeiten darüber zu sagen haben. To build back better or whatever. And build back better. To build back better. Build back from this global pandemic. Build back better. Build back better. Building back better. To build back better. Build it back better. And build it back better. Build back better. To build back. Build back better. It's about building this country back better. Build back better. Building back better. Build back better. Some would say to build back better. We would say to really have a great reset. Also dieser Mantra, besser wieder aufbauen, build back better. Das heißt natürlich, wenn man das erstmal so ein bisschen auseinanderlegt, dass wenn man wieder aufbauen möchte und besser aufbauen möchte, dann muss man erst das herabreißen, was vorher da war. Also wir können erwarten in den nächsten Zeiten, nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dass diese Welt total verändert wird und dass unser Lebensstil nicht mehr der gleiche sein wird. Und die Bibel sagt, dass genau so eine Zeit am Ende herrschen wird. Es waren ja interessante Persönlichkeiten. Die meisten Staatsführer waren da und natürlich Klaus Schwab, ein ganz interessanter Charakter. To build back better or whatever. Build back. Ja, dies war von heute. Das kam heute in Fox News. Bill Biden hat die Ölleitung wieder gesperrt oder eine zweite. Und sie haben da ein Wortspiel gehabt, Plug Back Better. Joe Biden hat Blut auf der Hand, hat nicht sehr viel im Kopf nach diesem Cartoon. Und Plug Back Better, verstopfe die Rohre besser. Also Dinge müssen sich ändern. Wir werden einen anderen Lebensstil haben in der Zukunft. Also das sind die Ereignisse, wo die Bibel sagt, es werden Katastrophen sein, es werden Klimakatastrophen sein, Hungersnot und so weiter. Und vieles davon kann einfach nur wegen der Politik sein. Der zweite Punkt, der moralische Verfall, der mit der endzeitlichen Prophetie zusammenhängt, muss weltweit anzutreffen sein. Und wenn wir uns die Welt heute anschauen und ich überlege, wie es war vor 20 Jahren, 30 Jahren, dann haben wir ganz bestimmt eine ganz andere Welt. Kaliforniens Gesetz kann über Kaufhäuser 1.000 US-Dollar Strafe verhängen, wenn sie Spielsachen nach Geschlechtern trennen. Die Kaufhäuser müssen ihr Warenangebot nicht ändern, aber die Waren dürfen nicht mehr in der traditionellen Vermarktungsweise für Jungen oder Mädchen ausgelegt werden. Denn heutzutage müssen die Kinder sich erst entscheiden, von welchem Geschlecht sie eigentlich
sind oder welchem Geschlecht sie angehören. In meiner Jugend war das ganz einfach. Wenn es ein Junge war, dann gab es blaue Kleider. Wenn es ein Mädchen war, dann gab es eben rosa Kleider. Aber nicht heute. Heute muss man eine neutrale Farbe gebrauchen, bis man endgültig weiß, was das ist. Früher war das kein Problem. Ich weiß nicht, was mit der Menschheit passiert ist. Aber dieser Unsinn wird weltweit mehr und mehr auf die Menschheit erzwungen. Kindern sagt, dass es keine große Sache sei, dass ihre Kinder drei Väter haben. Die sind alles Dinge, die vor Gericht geklärt wurden. Und wenn wir diese Tendenz in der Welt betrachten, dann muss man ja staunen, wie die Welt sich geändert hat in nur ein paar Jahren. Jetzt, ich könnte euch Videos zeigen von den Medien, wie sie Werbung machen unter kleinen Kindern, um solche Entschlüsse zu machen, wie sie Jugendliche anziehen. Wenn sie Jungs sind, ziehen sie sie an wie Mädchen. Wenn sie Mädchen sind, ziehen sie sie an wie Jungens. Rassenunterschiede und so weiter. Es ist absolut verheerend, was in der Welt los ist. Und dann natürlich Abtreibung. Wenn wir uns nur überlegen, was die Zahlen sind, dann ist das ja unglaublich. Eine Abtreibung ist ein medizinischer Eingriff, der eine Schwangerschaft beendet. Millionen von Frauen, Mädchen und anderen, die schwanger werden, brauchen diese medizinische Grundversorgung. Weltweit endet jährlich geschätzt 1 von 4 Schwangerschaften mit einer Abtreibung. 1 von 4. 25% aller Kinder, die geboren werden sollten, 25% werden abgetrieben, vor dem sie überhaupt eine Chance haben in dieser Welt. Und wenn man sich überlegt, die Bibel sagt, dass Jesus Christus ist für jeden Einzelnen gestorben, um es für jeden Einzelnen möglich zu machen, um das Himmelreich zu erreichen. Und hier wird die Menschheit einfach verachtet. Ethnische Konflikte müssen allgegenwärtig sein. Ich lebe in dem Afrika-Kontinent, wo ethnische Konflikte tagtäglich gang und gäbe sind. Aber dass dies ein weltweites Phänomen werden sollte, das ist erstaunlich. Und dass die Kirchen sich daran beteiligen, ist noch mehr erstaunlich. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig, dass die Botschaft des Evangeliums ist für jedes Volk, Nation und Sprache. Da ist kein ethnischer Unterschied zwischen Menschen in der Bibel. US-Bischöfe bei der Finanzierung radikaler Gruppen ertappt, die Unruhen unterstützen und Tod der Polizei fordern. Es ist erstaunlich, dass die Kirchen sich dabei beteiligen. Natürlich, der Spruch Black Lives Matter ist eine spirituelle Bewegung, so Mitgründerin Patricia Cullors. Wieso ist das eine spirituelle Bewegung? Weil sie behaupten, dass die Ahnen sich beteiligen an diesen Black Lives Matter Gelegenheiten. Und wir wissen ja auch, was damit zusammenhängt, sehr viel Gewalt. Sie sprachen über die Praxis, die Namen der Opfer, die sie in ihren Protesten und Demonstrationen vertreten, laut auszurufen. Das ist so eine Art Beschwören ihrer Geister, sagte Abdullah. Die Namen der Opfer hervorzuheben, geht über das Schaffen von
Hashtags hinaus, sagte Kallos. Es ist buchstäblich fast wie ein Geist auferstehen zu lassen, sodass er durch uns das bewirken kann, dass die Arbeit getan werden muss, erledigt werden kann, sagte sie. Und die Bibel nannte dies Spiritualismus. Hier sind Geister betätigt bei diesen Bewegungen. In Christus sollte die ganze Menschheit eine Einheit finden. Aber in dieser Welt ist da ein Feind, der Trennung zwischen Menschen herbeibringt. Und dann das prophetische Bild über die Politik muss sich erfüllen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben noch nicht sehr viele Vorträge gehört, glaube ich, in dieser Vortragsreihe über prophetische Ereignisse und was die Bibel darüber zu sagen hat. Aber die Reformatoren, die hatten viel darüber zu sagen. Und vielleicht kann man so ein bisschen zurückgreifen und schauen, was in der Weltpolitik wirklich gang und gäbe ist heutzutage. Also das prophetische Bild über die Politik muss sich erfüllen. Also möchte ich mal kurz lesen aus Offenbarung Kapitel 13, Vers 3 und dann 11 bis 14. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es gibt also zwei Tiere hier. Und in der Bibel ist ein Tier ein politisches System. Er sieht also zwei Systeme. Und dieses andere Tier aus der Erde, das aufstieg, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Auge und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, das war ja eines der Zeichen, die Jesus nannte, die Verführung. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und dieses Bild soll auch ein verfolgerisches Bild sein. Und es soll ein Mahlzeichen erzwingen und kaufen und verkaufen nur unter bestimmten Bedingungen zu erlauben. Jetzt, wenn wir zurückgreifen auf die Reformation, als die Reformatoren sich trennten im geistlichen Sinne im Namen des Evangeliums und der Bibel von dem katholischen System, dann haben die Reformatoren allesamt, von Martin Luther zu Calvin zu Wesley, alle haben das erste Tier als das Papsttum dargestellt. Und der Grund, warum sie das gemacht haben, ist, weil die Bibel sagt, dass Erlösung allein durch den Glauben an den Tod Jesus Christus und die Versöhnung, die dadurch kam, nur durch Jesus Christus zu erhalten sind. Und dass Vergebung von Sünden nur von Gott geschenkt werden kann. Aber das andere System hat herbeigebracht, nein, wir brauchen das Priestertum als Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und im Priestertum können wir Vergebung finden. Und Jesus Christus nach diesem System ist nicht für die Menschen gestorben, sondern war nur ein gutes Beispiel und durch seine guten Werke
hat er Versöhnung ermittelt, aber nicht durch seinen Tod. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, dass wir durch das Blut Christi gerettet werden. Und dann sagt sie auch im Hebräerbrief, ohne Blut gibt es keine Erlösung. Also hier waren ganz besondere Trennpunkte. Und in der Bibel wird ganz deutlich erklärt, wie der Erlösungsplan verläuft in Jesus Christus. Und der Mensch hatte dieses System total geändert. Und Erlösung konnte nur verteilt und vermittelt werden durch das päpstliche System. Und somit wurden Ablässe verkauft, wodurch das Leiden im Fegefeuer geringert werden konnte. Und die Bibel kennt von diesen Dingen überhaupt gar nichts. Also geschichtlich, rein geschichtlich, haben die Reformatoren gesagt, dass das erste Tier ist der Katholizismus. Das zweite Tier, denn der Katholizismus ist nicht nur ein religiöses System, sondern auch ein politisches System mit politischer Macht. Aber dieses System würde eine tödliche Wunde empfangen. Und das kam erstens durch die Reformation und dann wurde die politische Macht von den Franzosen dem Papsttum entnommen. Und in 1798 wurde das politische System des Papsttums beendet. Aber in 1929 erhielte er es wieder. Also heutzutage ist er wieder ein politisches System und auch gleichzeitig ein religiöses System. Das zweite Tier ist ein lammartiges Tier. Und wir werden nicht die Details besprechen, aber es ist ein protestantisches System, denn es hat Lamm-Eigenschaften. Und dieses zweite religiös-politische System würde große Zeichen und Wunder tun und würde einem Bild dem ersten Tier darstellen, wird ihm gleich sein und wird sichere, bestimmte Dinge erzwingen. Und wird dadurch das Kaufen und Verkaufen beschränken und das Mahlzeichen erzwingen. Wir wollen ein bisschen weiter studieren. Offenbarung 13, Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe, das ist das erste Tier, wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Also welcher Teil wurde verwundet? Der politische Teil. Die politische Macht wurde ihm entzogen. Aber dann wurde die Wunde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und dieses Wort staunte ist interessant. Es heißt nämlich Verwunderung, Wunder, implizit bewundern. Die ganze Welt bewundert dieses System. Also haben wir heutzutage eine aktuelle Situation in der Welt, wo die führende Macht des Protestantismus in der jetzigen Zeit, nämlich die Vereinigten Staaten, dem ersten Tier ein Bild darstellen würde und mit ihm politisch zusammenarbeiten würde? Offenbarung 17, Vers 1 bis 3 oder Vers 1 und 2 sagen, und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redeten mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Mit anderen Worten, in vielen Völkern, denn Wasser in der Bibel sind Völker und Sprachgruppen. Und mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also die Bibel ist ganz eindeutig, dass dieses religiöse System, das
nicht in Harmonie mit der Bibel steht, und das nennt man geistliche Hurerei, dass dieses geistliche System mit den Königen der Welt gemeinsame Dinge machen würde und dass die Könige der Welt den Wein der Unzucht trinken würden. Mit anderen Worten, die Lehre, das, was das erste Tier als Dogma erklärt, werden sie trinken, sie werden es ihr eigen machen. Vers 3 sagt in Offenbarung 13, und ich sah eines seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Es ist ein weltweites Phänomen. Jetzt, wenn wir geschichtlich die Welt heutzutage betrachten und wir sehen, was in der Politik und im Religionsbereich passiert, dann sehen wir genau die Erfüllung dieser Zeichen. Jeder Präsident der Neuzeit war irgendwann mal beim Papsttum. Ob das jetzt Donald Trump war oder ob das Joe Biden ist. Er war ja jetzt gerade beim Papst und hat ein sehr langes Gespräch mit ihm gehabt. Ob das von Russland ist oder ob das von Deutschland ist, ob das von Frankreich ist, jeder geht zu diesem ersten Tier. Und die Könige der Welt sind in Gemeinschaft mit diesem ersten Tier. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Endzeit. Vor 40 Jahren hätte keiner das geglaubt. Keiner. Vor allem in protestantischen Ländern. Aber heute ist das eine Tatsache. Hier ist Tim Cook von Apple. Hier ist Kevin Systrom, CEO von Instagram. Hier ist Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook. Die ganzen Großindustrien und die Medien treffen sich auch bei diesem Tier. Wenn wir Offenbarung Kapitel 18 lesen, dann sehen wir, dass die ganze Wirtschaft mit ihm zusammenwirkt. Was die Religionen betrifft, Kenneth Copeland beim Papst, Rick Warren, er wird ja der Vater der neuen Protestanten genannt, oder Musa Panti Philippus, Präsident der Lutherischen Weltbundes. Die Religionen treffen sich auch bei diesem ersten Tier. Und die katholische Kirche berichtet, dass es Gottes Plan ist, so sagt Papst Franziskus, um die ganze Menschheit zu vereinigen. Da müssen wir erstmal zurückgreifen auf den Turmbau zu Babel. Im 1. Mose Kapitel 11 lesen wir vom Vers 1 bis 4. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Sie waren sich eins. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinai und sie ließen sich dort nieder. Das ist Babel. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Aber Gott hat sie zerstreut. Und diese Macht, Rom möchte sie alle wieder unter ihrem Flügel zusammen haben. Also das prophetische Bild muss politisch zusammenkommen. Und fünftens, das prophetische Bild über die Religion muss sich erfüllen. Ist ja interessant, dass das Papsttum eine Feier hatte, wo die Frau aus dem Amazonas,
die die Baumpflanzungszeremonie im Vatikan leitete, enthüllt deren heidnische Bedeutung. Das war Pachamama. Und es ist interessant, dass da ein Gebetskreis war rund um Pachamama. Das Heidentum muss sich vereinigen mit diesem System. The Catholic Universe berichtet, das Streben nach christlicher Einheit macht Fortschritte, sagt der Papst. Im Anbetracht des 25. Jubiläums der Enzyklika von Papst Johannes Paulus II. Über die christliche Einheit sagt Papst Franziskus, dass er die gesunde Ungeduld derer teile, die denken, dass mehr getan werden könnte und sollte. Doch er bestand darauf, dass Christen für den erzielten Fortschritt dankbar sein müssen. In den letzten Jahrzehnten wurden viele Schritte unternommen, um die Wunden von Jahrhunderten und Jahrtausenden zu heilen. Was hat der Bibeltext gesagt? Und die tödliche Wunde wurde geheilt. Das sehen wir genau in diesem prophetischen Bild. In seiner Enzyklika bestätigte Papst Johannes Paulus die unwiderrufliche Verpflichtung der katholischen Kirche sei, für die christliche Einheit zu beten und zu arbeiten. Das ist natürlich ein Problem. Wie soll man sich einigen, wenn die Lehren so unterschiedlich sind? Wie soll man sich einigen, wenn die Bibel genau sagt, dass da nur ein Weg zum Heil ist? Da ist kein anderer Name, unter dem wir gerettet werden können, außer dem von Jesus Christus. Aber hier haben wir die ganzen Weltreligionen, die Jesus Christus als den Weg zum Heil nicht akzeptieren. Können zwei zusammengehen, die sich nicht einig sind auf diesem Punkt? Wie kann der Protestantismus sich wieder vereinigen mit Katholizismus, wenn der Katholizismus die Versöhnung in Jesus Christus leugnet? Wie kann da eine Vereinigung kommen, wenn die Lehre der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit Christi, wenn die durch Werke an der einen Seite oder durch Glauben an der anderen Seite akzeptiert werden müssen? Also die Einigkeit kann nicht aufgrund des Glaubens sein. Es muss eine andere Angelegenheit sein, die die Einheit herbeibringt. Und diese sind meist soziale Ereignisse. Also Weltklima ist ein wunderbares Ding, wo die Welt sich einigen kann über ein Thema, Klimawandel oder Hungersnot. Da kann sich die Welt einigen. Hier haben wir ein kurzes Video von Papst Franziskus, wo er spricht über diese Dinge. Rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo.
Lo hacemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones. No andar peleando. Rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Also was sehen wir in diesem Video? Wir sehen, dass all die Religionen gemeinsam zusammenarbeiten können. Aber was ist das Thema am Ende? Wir müssen den Hunger der Hungrigen stillen. Ja, das ist eine noble Angelegenheit und jeder Christ sollte das auch wirklich tun. Und ich glaube, dass man da auch wirklich zusammenarbeiten kann. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig in Offenbarung Kapitel 40, dass das ewige Evangelium an die ganze Welt kundgemacht werden soll. Und das ewige Evangelium geht nicht um Klimawandel. Das ewige Evangelium geht nicht um Hungersnot. Das ewige Evangelium geht nicht an erster Stelle um das Leid der Menschen. Das sind Dinge, die täglich da sind und mit denen man auch arbeiten muss. Aber das ewige Evangelium ist die gute Nachricht der Erlösung in Jesus Christus und in Jesus Christus allein. Und das wird in dieser Zusammenarbeit geleugnet. Es geht so weit, dass in 2022 wird das Haus der abrahamitischen Familie in Abu Dhabi eröffnet. Und da wird ein Riesenkomplex gebaut, wo die drei abrahamischen Religionen als Einheit zusammenstehen. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass man gemeinsam religiös zusammenarbeiten kann in dem Erlösungsbereich, wenn die meisten die Erlösung in Jesus Christus leugnen? Und natürlich, genauso ein Gebäude soll in New York auch gebaut werden. Aber die Bibel sagt, dass die politischen Mächte werden zusammenarbeiten mit diesem System, die religiösen Mächte werden zusammenarbeiten mit diesem System. Und Crux berichtet, dass wenn Biden Amerika heilen soll, wird er seine Kirche brauchen. Also wiederum, Staat und Kirche werden zusammenarbeiten. Der letzte Punkt, den ich nennen möchte, ist die Gesetzgebung zu kaufen und verkaufen und zur Umsetzung des Mahlzeichen des Tieres. Die müssen auch vorhanden sein. Also diese Punkte müssen alle gleichzeitig da sein. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten wir eine Situation, wie wir sie jetzt haben, wo alle diese Bereiche gleichzeitig eine Wirklichkeit werden. Interessant. Wir lesen, dass Big Business erhält Flügel, nachdem die Leiter der größten US-Firmen eine Partnerschaft mit Papst Franziskus eingehen. Und das ist eine ganz wichtige prophetische Sache, denn in Offenbarung Kapitel 18 lesen wir, dass die Wirtschaftswelt Teil dieses Systems sein wird. Und hier sehen wir genau, dass dieses Abkommen hier eine Wirklichkeit wurde. Also die Partnerschaft zwischen den großen Wirtschaftsfirmen und dem Papst ist jetzt eine Tatsache. Wenn es kommt zu der Pandemie, lesen wir in Reuters, dass der Vatikan an der Spitze dieser Sache steht. Der Vatikan hat im 18. Februar 2021 schon gesagt, keine Spritze, keinen Job. Der Vatikan macht ernst mit Covid-Impfgegnern. Also das war der erste Staat, der
absolute Pflicht forderte. Und die anderen, die müssen folgen. Und wir sehen weltweit, dass die ganze Welt verwundert hinter diesem System hergeht. Und es ist eine Erfüllung der Prophetie. Also der Vatikan gibt die Leitung, die anderen erzwingen es. Jetzt, wie sieht das aus? The Daily Maverick berichtet, Business, keine Spritze, keinen Job, genau die gleichen Worte. Big Business drängt auf Covid-19 Pflichtimpfungen am Arbeitsplatz. Haben wir nicht gerade eben gesehen, dass da ein Übereinkommen war mit dem Vatikan durch die Großindustrie? Und hier sehen wir, dass die führende Position des Vatikans wird aufgegriffen durch Big Business. Und so soll ein Mandat erzwungen werden. Und wohin wird dies wohl führen? Offenbarung 18, Vers 23 sagt, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Mehr Menschen sind aufgrund dieses Religionsstreites gestorben, als aus irgendeinem sonstigen Krieg in dieser Welt. Zig Millionen Menschen haben ihr Leben verloren, weil sie die Bibel als Maßstab für ihr Leben akzeptierten. Und was soll diese Zauberei sein? Diese Zauberei ist in erster Stelle natürlich heidnische Gebräuche, und die haben wir ja gesehen, dass da kein Problem ist zwischen Vatikan und heidnischen Gebräuchen. Aber es heißt auch, dass diese Zauberei auch andere Eigenschaften haben könnte. Das Wort ist Pharmakeia. Und wenn wir in Strongs nachlesen, dann sehen wir, es heißt an erster Stelle Zauberei, aber kann auch Medikation, Pharmazie, die Pharmaziewelt sein? Ist es möglich, dass etwas erzwungen werden kann durch auch diese Eigenschaft? The National Catholic Register fragt die Frage, ist die Corona-Pandemie ein Gericht Gottes? Ist dies eine Gelegenheit, um etwas herbeizuführen? Ist es möglich, dass diese Pandemie aufgrund von Klimawandel kam? Ist es möglich, dass die Gedanken des Papstes, so wie sie in Laudato Si verfasst wurden, vielleicht der Maßstab wird für die ganze Welt? Und das ist ja jetzt augenblicklich der große Besprechungspunkt bei COP26. Yahoo News berichtet, 251 medizinische Fachzeitschriften warnten Spitzenpolitiker der Welt, nicht so lange zu warten, bis Covid-19 vorbei ist, um die Klimakrise anzugehen, die größte Bedrohung für die globale öffentliche Gesundheit nannten. Also Klimawandel hat etwas mit unserer Gesundheit zu tun. Und die ganze Pandemie haben sie mit Klimawandel verbunden. Also jetzt ist es ein Paket und der Ball ist am Rollen. Was kommt da auf uns zu? New York Post berichtet, bereiten Sie sich auf die Klimawandel Notstands, Lockdowns der Linken vor. Es kommen Lockdowns. Menschen werden gezwungen in eine bestimmte Richtung,
In welche Richtung denn? The Guardian berichtet, der entschleunigte Sonntag, die einfache Lösung für die globale Erwärmung. Es ist doch nicht mehr lange her, da war der Sonntag gewöhnlich ein Tag der Ruhe, ein Tag der spirituellen Erneuerung, ein Tag, an dem Familien zusammenkamen. Sollen und können wir den Sonntag wieder zu einem für Gaia, zu einem Tag für die Erde machen? Interessante Punkte, die hier genannt werden. Churches together, die Kirchen zusammen. Climate Sunday, wir brauchen einen Klimasonntag. Ist es nicht interessant, dass die Pandemie gebraucht wird, um zu sagen, dass wenn wir uns nicht beteiligen an diesem System und wenn wir nicht mitmachen, so wie es vorgeschrieben wird, dann können wir nicht mehr kaufen und verkaufen? Und jetzt, wie kann man die Klimakrise und damit die Gesundheitskrise ansprechen? Durch einen freien Sonntag. Die Bibel sagt, der siebte Tag ist der Tag des Herrn. Die katholische Kirche sagt, der erste Tag, der Sonntag, ist der Tag des Herrn. Die Kirchen zusammen sagen, komm, wir halten einen Klimasonntag. Papst Franziskus in seinem Laudato Si ruft die Menschheit auf, um den Sonntag als einen Sabbat zu heiligen. Vatican News berichtet, im März, EU-Bischöfe rufen die Nationen auf, den arbeitsfreien Sonntag zu schützen. Hier ist also eine Bewegung, um das, was das Zeichen seiner Autorität ist, denn Rom sagt, die Tatsache, dass der Tag auf den Sonntag verschoben wird, ist ein Mahlzeichen ihrer Autorität. Und das soll allgemein werden? Mitmachen und den Sonntag schützen. Jubeljahr für die Erde, sagt The Independent Catholic News. Ein Blick auf Laudato Si Woche. Jubeljahr für die Erde ist das Thema der Zeit der Schöpfung. Im Herbst und September wird ein Schöpfungssonntag eingeführt. Und das ist eine logische Art und Weise, wie man den sogenannten Klimawechsel bekämpfen kann. Denn wenn man einen Tag in der Ruhe, einen Tag in der Woche Ruhe macht in der Industrie, dann wird behauptet, dann spart man 40% CO2-Abgase. Und das führt dann zu dem Ziel, um CO2-Abgase zu verringern. Jubeljahr für die Erde, the Lutheran World Federation, also die Lutheraner Weltföderation. Handreichung für die Zeit der Schöpfung 2020, Jubeljahr für die Erde. Sie wollen wieder einen Sonntag haben. Also wenn wir alle diese Punkte betrachten, dann leben wir in einer Zeit, so wie sie es noch nie gab. Die physischen Zeichen erfüllen sich. Eine weltweite Situation. Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen. Sie reden schon von der nächsten Seuche, Marburg-Seuche. Eine Blutkrankheit. Und wohin das führen wird? Hungersnot. Wie das schon vorgearbeitet ist. Wie viele Schiffe liegen vor Anker und kommen nicht in die Hafen. Und die Lebensmittel werden nicht verbreitet wie vorher. Die Regale werden leer werden. Das sind die Zeichen unserer Zeit. Dann haben wir die politischen Zeichen. Wir haben die geistlichen Zeichen. Wir haben die Möglichkeit, um Kaufen und Verkaufen zu verhindern, wenn bestimmte Regeln nicht gefolgt werden. Und wir haben einen Tag der Ruhe,
wo Rom sagt, das ist das Malzeichen unserer Macht, unserer göttlichen Macht. In Lukas 21, 28 steht, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich glaube, meine lieben Freunde, dass wir in der Endzeit leben. Ich glaube, dass die Ereignisse, die in der Bibel beschrieben werden, vor unseren Augen erfüllt werden. Und ich glaube, es ist Zeit, um ernst zu machen über das, was wir glauben. Möge Gott euch segnen, möge euch viel Kraft geben und möge er euch führen zu dieser Fülle der Wahrheit und zu dieser wunderbaren Erlösung in unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Danke.